Herzlich willkommen zum fünften Teil in der Serie Burnout, saft- und kraftlos und keiner weiß warum. In der letzten Woche hatte ich Ihnen erzählt, dass ich Ihnen etwas über das Brennstoffprofil erzählen möchte. Brennstoffprofile, da geht es darum, wie wird aus dem, was wir essen, das ATP gemacht. Wir haben ja zur Verfügung im Wesentlichen die Kohlenhydrate, die Fette und die Eiweiße, also letztendlich die Aminosäuren, aus denen die Eiweiße bestehen. Und so ein Brennstoffprofil zeigt dann an, wie diese Brennstoffe genutzt werden. Und da gibt es verschiedene Zellen, innerhalb derer man das Brennstoffprofil messen kann. Und da steht uns die mononukleäre Immunzelle, die im Blut kursiert, zur Verfügung. Die hat also einen Zellkern und kann mit ihrem Zellkern eben auch ganz viel mogeln und ausgleichen. Da gibt es die CD8-Zellen, die haben etwas zu tun mit der Krebsabwehr. Und da gibt es die Thrombozyten, also unsere Blutplättchen, die etwas mit der Blutstillung zu tun haben. Und diese Blutplättchen unterscheiden sich von den anderen Zellen dadurch, dass sie keinen Zellkern haben, also auch nicht mogeln können. Und die Thrombozyten daraus können das eben auch nicht. Und somit haben wir, wenn wir ein Brennstoffprofil der Thrombozyten uns vornehmen, einen unverstellten Blick auf diese Thrombozyten und auch auf weitere Funktionsparameter, die man anhand derer Mitochondrien sich anschauen möchte. Eine weitere Besonderheit der Mitochondrien der Thrombozyten ist, dass sie dem Profil, dem Brennstoffprofil der Nervenzellen entsprechen. Und wenn wir uns das unter dem Aspekt von saft- und kraftlos und keiner weiß warum und Burnout vorstellen, dann müssen wir natürlich ein Werkzeug in der Hand haben, mit dem wir etwas über die Nervenzellen aussagen können. Und da wissen wir, dass die Thrombozyten auf diese Brennstoffe zu gleichen Teilen zugreifen können sollten. Und wenn das nicht der Fall ist, dann muss es in den verschiedenen Komplexen der Atmungskette ein Problem geben. Und so wird ja der Zucker oder die Kohlenhydrate an Komplex 1 der Atmungskette, die Fette an Komplex 3 und die Aminosäuren an Schritt 4 der Atmungskette verbrannt. Und nun schauen wir uns mal so ein Brennstoffprofil als Balkendiagramm an. Es geht hierbei um einen Patienten, ein älterer Patient, durchaus schon an die 80 Jahre, der schon bei ganz vielen Fachkollegen war, mit der Fragestellung, warum habe ich plötzlich Schwindel und warum habe ich dann Durchfall und Erbrechen und bin sozusagen zu nichts zu gebrauchen, sprich bettlägerig. Er ist damit schon mehrfach intensivmedizinisch betreut worden, bis es dann jeweils wieder zu einer Selbstheilung kam. Dieser Mensch ist durchaus in der Lage, noch jeden Tag mit dem Rad zu fahren, auch noch ein bisschen Holz zu hacken. Aber es geht ja hier nicht um die Mitochondrien der Muskelzellen und der Leberzellen, sondern es geht um die Mitochondrien der Thrombozyten oder der Nervenzellen. Und unter diesem Aspekt erkläre ich Ihnen nun sein Brennstoffprofil. Sie sehen also in diesem Bild, dass er an dem ersten Balken die FA, das sind die Fatty Acids, also die Fettsäuren, hat. Und die werden unter dem Bereich Grau als Flexibilität und im Bereich der grünen Seitenmarkierung als Kapazität dargestellt. Und wenn man zwei Komplexe der Atmungskette ausblendet, dann sollte der verbleibende Komplex 100% Leistung bringen können. Und da sehen wir, dass es hier bei den Fettsäuren nur eine Leistungskapazität von 88,51% gibt. Wenn man jetzt die Fettsäuren und die Aminosäuren blockiert und guckt sich den Zucker an, hier als Gluck für Glucose abgekürzt, dann sehen wir, dass es auch eine 100%ige Flexibilität gibt und eine gute Kapazität. So könnte man davon ausgehen, dass an Komplex 1 der Atmungskette keine Probleme bestehen. Also wahrscheinlich auch nicht mit den Kofaktoren, die dafür notwendig sind. Und wenn wir uns den Komplex 4 angucken, mit dem GLN, das ist die Abkürzung für Glutamat, eine Aminosäure, dann sehen wir, dass wir hier zum einen eine Abhängigkeit haben, das heißt, der Körper kann absolut nicht ohne die Verbrennung von Glutamat, sonst bricht die mitochondriale Funktion komplett zusammen. Und wenn er maximale Leistung bringen soll, dann hat er eine Flexibilität bis auf 39,55% als
als Gesamtkapazität und die Flexibilität zu der Abhängigkeit von 14,54 beträgt 25,01. Insofern haben wir also das Hauptproblem an Komplex 4 der Atmungskette. Das erklärt, der Glutamatstoffwechsel ist ein Hirnstoffwechsel, hat etwas damit zu tun, wie die Nervenzellen gerade in der Fähigkeit der Konzentrationsfähigkeit und der Zellkommunikation, der Erinnerungsfähigkeit aufgebaut sind und könnten in diesem Fall seinen Schwindel erklären. Das ist ein Ergebnis, was man mit allen anderen klassischen Untersuchungsmethoden bisher nicht hat finden können und er läuft unter der Arbeitsdiagnose Morbus Meunier, wozu auch eine Hörminderung gehört, die er aber gar nicht hat. Das zum Brennstoffprofil. Und in der nächsten Woche erkläre ich Ihnen zu diesem Patienten seinen bioenergetischen Gesundheitsindex. Also eine Testform, ein Parcours für die Mitochondrien, wo man sieht, was machen sie in Ruhe, was machen sie, wenn man ihnen die Sauerstoffverwertungskapazität wegnimmt und was machen sie, wenn man ihnen die wiedergibt, sie also eine maximale Energieanforderung haben, um diese Sauerstoffschuld wieder auszugleichen. Bis nächste Woche. Tschüss!